Flughafen Köln-Bonn. Hier startet heute ein ganz besonderer Flug, ein Ausbildungsflug. Nach 2,5 Jahren Ausbildung in der Flight Crew Academy, vielen Stunden im Simulator und verschiedenen Landetrainings, wird Dimitri Dovgan heute zum ersten Mal mit Fluggästen fliegen. Beim sogenannten Line-Check steuert der 27-Jährige als First Officer zum ersten Mal eine vollbesetzte Passagiermaschine. Dieser Rundgang vor dem Flug ist für Dimitri nicht neu. Schon beim Landetraining hat er das immer wieder gemacht. Ja gut, langsam gewöhnt man sich an die Operation hier bei der Airline. Am Anfang natürlich war viel Neues dabei, am Boden auch viel Stress, weil wir meistens in 25 Minuten den Flieger umdrehen müssen und dann wieder weiterfliegen. Heute fliegst du zum ersten Mal, landest du ganz alleine in Berlin? Ja genau, also heute fliege ich zum ersten Mal von rechts alleine, richtig auf der Linie und darf die Landung natürlich machen, den Abschluss quasi. Toi toi toi. Ja, danke. Auf Dimitris Dienstplan stehen heute 4 Flüge, sogenannte Legs. Das heißt, gleich 2-mal fliegt er von Köln nach Berlin und zurück. Zum ersten Mal mit 3 Streifen an der Uniform. Als First Officer nimmt er vorne rechts Platz neben Ausbildungskapitän Roland Alford. Die knapp 150 Passagiere ahnen nicht, dass sie heute von einem Neuling geflogen werden. Pünktlich um 10 Uhr rollt der Airbus A319 zum Start. Zur Sicherheit ist ein weiterer Safety Officer mit ihm im Cockpit. Während Thomas Heul zusätzlich Monitore und Instrumente kontrolliert, behält Ausbildungskapitän Roland Alford beim Start Dimitri im Auge. Guten Tag, Germix 018, hallo. Germix 018, runway 3-right, clear for takeoff, ciao. You have control? I have control. Jetzt hat Dimitri die Verantwortung übernommen. Mit etlichen Tonnen Startgewicht donnert der Airbus über die Runway. Immer wieder hat Dimitri solche Starts im Simulator trainiert. Dimitri hat ordentlich zu tun, denn die Flugzeit beträgt nur knapp 50 Minuten. Vom Flughafen Köln-Bonn geht es über Paderborn und Kassel Richtung Berlin. Nach 20 Minuten erreichen sie ihre Reiseflughöhe. Zeit für den Autopiloten. Wir befinden uns natürlich gerade im Reiseflug. Und hier ist die Hauptaufgabe, die Instrumente zu überwachen und den Flugweg. Und das hat man ja schon in der Theorie besprochen, ausführlich, und auch im Simulator. Deswegen bin ich noch recht entspannt. Doch dann erscheinen auf dem Radar Gewitterwolken und auch die Wetterdaten aus der Leitzentrale weisen auf ein Unwetter hin. Wir schauen gerade nach dem Wetter vor uns, weil wir heute ein paar Gewitter haben. Und ja. Mal sehen, wir fliegen noch ein bisschen ran und schauen uns das aus der Nähe an. Für das Umfliegen des Gewitters dürfen sie ihre geplante Route verlassen. Weil sich dadurch die Flugstrecke sogar verkürzt, werden sie früher als geplant in Berlin landen. Doch Ausbildungskapitän Roland Alford hat für Dimitri schon eine weitere, echte Herausforderung: die Passagieransage. Ja, dann. Kannst du nochmal schnell eine Passagieransage probieren? Da freust du dich bestimmt schon drauf. Ja. Das soll ich echt machen. Ist der Moment der selbstverständlich, warum denn nicht? Ist doch immer wieder nett. Ja, aber das Wetter da ist. Übung macht den Meister. Mit den spannendsten Momente. Genau. Die höchste Konzentration erfordern. Stimmt. Tatsächlich braucht Dimitri ganz schön lange, bis er endlich die richtigen Worte findet. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Dimitri Dovgan. Ich bin Ihr erster Offizier auf dem heutigen Flug nach Berlin. Ich möchte Ihnen gerne ein paar kurze Informationen weitergeben. Wir befinden uns zurzeit 160 Kilometer westlich von Berlin. Wir werden dort pünktlich landen. Das Wetter dort ist leicht bewölkt mit
mit 19 Grad. Es regnet. Vielen Dank. Und dann geht es auch schon in den Landeanflug auf Berlin-Schönefeld. Höchste Konzentration für beide Piloten. Wie langsam die 170 müssen, ich habe ja viermal mit 70 gegeben. 2500. Der Flughafen im Osten Berlins, immer noch eine große Baustelle. Der neue Tower steht bereits, doch Dimitri hat dafür jetzt keinen Blick mehr. Geschafft. Der Airbus A319 ist gelandet. Dimitri nimmt Kontakt mit dem Vorfeldtower auf. German 08. German 08, hinter der Rheinair Stand 50 Kilometer. Seine Premierenlandung mit Passagieren an Bord ist gelungen. Parking Checklist. Für die fast 150 Reisenden war es eine Landung wie jede andere. Und auch Ausbildungskapitän Roland Alford ist zufrieden. Ja, Dimitri, kurzes Debrief, ein kleiner Review für den Flug jetzt gerade von Köln nach Berlin-Schönefeld. Der Anflug an selber wunderbar gelaufen. Am Ende war der Wind noch ein bisschen gassig, ein bisschen turbulent. Das lag eben noch in den Gewittern, die hier in der Nähe standen. Okay. Und ja, Landung war eigentlich astrein. Fühlte sich zwar ein bisschen hart an, aber war einwandfrei, genau in der Touchdown-Zone. Okay. Hier in Berlin ist der Asphalt etwas rau, dadurch wird die ganze Sache einfach ein bisschen holpriger. Ja. Aber es war alles im grünen Bereich wunderbar und der Rest lief einfach astrein. Das alles heißt, einfach nur weiterüben auf dem Rückweg und dann ist alles im grünen Bereich. Okay, gut, danke. Und während es zurück nach Köln-Bonn geht, hat für Dimitri Dovkan ein ganz neuer Lebensabschnitt begonnen. Many happy landings.